Hallo, liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Ja, ich bin echt ein bisschen sprachlos. So viele nette Kommentare, auch so viele Aufrufe, also wirklich ein großes Interesse daran, was jetzt mit mir hier los ist, nachdem das alte Büro gekündigt wurde. Ja, also wirklich, ich muss sagen, das ist cool. Also das bedeutet mir auch wirklich was. Gerade in so einer Zeit jetzt, wo es ist immer schwierig vor der BerlinCon auch so mit dem Brettspiel-Content da so Schritt zu halten, weil man einfach so viel zu tun hat. Und jetzt, wo noch so viel oben drauf gepackt wurde, hier durch den Doppeltumzug sozusagen, noch schwerer. Und umso mehr freut es mich, dass ihr natürlich trotzdem hier irgendwie Lust habt, mir hier zuzugucken bei dem ganzen Chaos. Genau. Und wie ich es versprochen hatte, na, ist es jetzt soweit hier. Schlüsselübergabe erfolgt und das heißt natürlich, wir können uns jetzt das ganze Ding mal von innen angucken. Hier seht ihr ja schon nochmal, ich hatte es ja vorhin schon mal gezeigt, ne? Wir haben hier so einen großen Außenbereich, da kann man natürlich auch mal cool irgendwie so draußen so einen Biertisch hinstellen oder so oder irgendwas. Und dann haben wir eben hier das schöne große Ladenlokalfenster und jetzt gehen wir einfach mal rein und gucken mal, wie das da drinnen aussieht. So. Okay. Ja, und wir sehen, der erste schöne Raum ist hier eben direkt vor dem großen Ladenlokalfenster. Und ich meine, ich habe noch nicht so richtig entschieden, ja, ich habe noch nicht so einen hundertprozentigen Plan, wie das hier alles eingerichtet wird, aber schon mal so eine grobe Idee und die kann ich euch auf jeden Fall schon mal zeigen. Was auch ganz cool ist, dass ein bisschen Licht eingebaut ist, immer ziemlich praktisch, weil kostet immer viel Geld, extra Licht reinzubauen in so ein Büro. Und so können wir erstmal mit dem Licht, was da ist, können wir erstmal ein bisschen arbeiten. Ja? So, genau, ihr seht hier der erste Raum und natürlich, wahrscheinlich, wenn ich hier wirklich so eine Art Ladenlokal reinbauen will, dann wird es natürlich hier in diesem Raum sein, weil da hier in der Türe, durch die Türe wird natürlich, wenn natürlich die Leute kommen, ein paar von euch haben natürlich jetzt schon so gesagt, oh, willst du jetzt irgendwie ja hier richtigen Laden machen und da brauchst du ja noch einen Mitarbeiter und so weiter. Das ist natürlich nicht geplant, ne? Als ich mir eher vorstelle, ist wie so eine Art Büro. Kiosk, ja, und zwar gibt es sowas schon, habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern der Daniel vom Board Game Circus, der hat das quasi auch gemacht, der hat quasi einfach sein Büro einfach zu so einer Art Kiosk umgebaut, sodass man da einfach halt, wenn er da ist, wenn er arbeitet, auch reingehen kann und was kaufen kann. Ein ziemlich cooles Konzept, ich werde mich auf jeden Fall auch mit ihm unterhalten. Und das bedeutet natürlich, dass hier an die Wände hier, da müssen irgendwie natürlich Regale hin und ja, mein Zeug hin, vielleicht auch mal gucken, was ich hier noch so alles hinbauen kann. Ich bin am Überlegen, ob ich dann hier noch einen Spieltisch unterbringen kann, einen schmalen vielleicht, muss ich mal gucken, weil eigentlich würde ich gerne in jedem Raum einen Spieltisch haben, um dann, wenn ich dann Spieleabende hier veranstalte oder auch vielleicht mal so halb öffentliche, dass dann einfach mehr Platz zum Spielen ist. Na, aber wir gucken erstmal weiter. Hier ist der zweite Raum. Der ist ungefähr so groß wie der erste, auch hier so mit dem schönen Fenster raus, ziemlich gemütlich. Das ist übrigens auch so eine Sache, ne, die mich halt echt freut. Das alte Büro in Berlin, ja, das war ja eine Erdgeschoss, auch eine Erdgeschosswohnung. Ich meine, das ist ja auch eine Erdgeschosswohnung, aber halt von einem Einfamilienhaus im Prinzip, ne, komplette erste EG-Etage, während wir in Berlin halt so ein typisches Hinterhof-Erdgeschossbüro hatten, und wir auch noch im letzten Eck so mit einem Fenster. Das hat sich eher so ein bisschen angefühlt wie im Bunker, muss man ehrlicherweise sagen. Und das hier ist schon noch was ganz anderes, also auch gerade vom ja, von der Aufenthaltsqualität und so weiter. Natürlich seht ihr, der Boden ist noch nicht drin. Das ist auch die große Frage hier bei diesem Video und die dürft ihr mir gerne in den Kommentaren beantworten. Was denkt ihr, was ich hier vom Boden reinmachen soll? Hier im vorderen Bereich, ne, den ihr jetzt bislang nur gesehen habt, da denke ich ja tatsächlich, wäre es eigentlich nicht verkehrt, sowas wie Klicklaminat reinzumachen, ne, wenn jetzt hier mehr Leute rauskommen, auch wenn es draußen mal regnet oder sowas, dass man das halt leichter sauber machen kann oder vor allem, dass es halt nicht so schmutzig wird. Im hinteren Bereich, den ich euch jetzt gleich als nächstes zeige, da denke ich eher an Teppich, weil wir da das Studio reinbauen wollen und das ist natürlich auch für die Akustik. Ihr merkt, jetzt hallt es hier noch ganz schön klar, ist natürlich hier gar nichts drin, aber wir wollen natürlich später im Studiobereich so gute Akustik haben wie möglich und da ist auf jeden Fall Teppich besser. Auf jeden Fall muss es billig werden. Ich hatte natürlich auch diesen Umzug jetzt eigentlich finanziell überhaupt nicht eingeplant, aber wie es halt immer so ist, es kommt, wie es kommt. Und ja, also ich denke mal,
Na, man sieht ja auch hier diese Treppen, die sind natürlich auch, die muss ich auch irgendwie, aber die würde ich, glaube ich, auch einfach mit Teppich machen. Und hier unten halt, ja, hier unten halt irgendwie Laminat, ja, ich weiß auch nicht. Genau, aber wir gucken einfach mal weiter. Es geht dann hier hoch, weil hinten sind quasi nochmal zwei Räume, die sind noch ein bisschen quadratischer, haben allerdings natürlich eine niedrigere Decke. Ja, hier ist eben noch ein Raum. Und dann auf der anderen Seite nochmal das Gleiche. Und ja, wie hatte ich mir das jetzt gedacht? Klar, ich meine, links vorne, das hatte ich ja schon gesagt, da kommt natürlich irgendwie Ladenlokal hin. Und hier stelle ich mir jetzt bislang vor, dass das sozusagen so ein bisschen der Hauptbürobereich wird, also wo Alex und ich dann unsere Schreibtische haben werden, irgendwie schön am Fenster. Mal gucken, so gegenüber vielleicht irgendwie so. Und um einfach dann sozusagen, wenn dann jemand reinkommt, dass wir dann einfach halt gleich nur zwei Schritte aufstehen können. Ja, also, dass wir dann einfach gleich da sind und den bedienen können oder was auch immer mit dem reden können. Vielleicht hier, ich meine, ich überlege, ich weiß nicht noch nicht, wie ich das machen soll, ob dann hier so eine Art Count, eine kleine Theke hinkommen soll oder so. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir halt zumindest, ich meine, wie gesagt, Brettspielcafé, dafür ist es hier A nicht groß genug und B, ich kann ja auch abends hier nicht sein, habe keine Mitarbeiter, aber hier einfach so eine coole Espresso-Maschine hinbauen und dann so quasi, ne? Games and Coffee, das finde ich so ganz witzig, ne? Sowas könnte ich mir echt gut vorstellen. Also mal schauen. Aber wie gesagt, das ist hier unten. Und hier wird es jetzt spannend, hier in diesem Raum, ja, weil da soll das Studio rein. Und da haben wir echt, da habe ich im Prinzip am längsten überlegt, wie ich es machen soll. Das werdet ihr, glaube ich, noch mal ein bisschen besser verstehen, wenn ich dann das Video mache, wie wir wirklich umziehen und das Studio dann umbauen, weil wir haben im Studio so ein krasses Rig, also richtig so ein Traverse, so eine Traverse, die auch ziemlich hoch ist. Die haben wir damals mal ganz billig gekauft auf eBay. Und das hat damals funktioniert für uns, weil ein Vorteil hatte das alte Büro, oder hat das alte Büro, es hat extrem hohe Decken. Also ich glaube, weiß gar nicht wie hoch, aber über 4 Meter. Also richtig, richtig hoch. Hier sind die Decken natürlich nicht so hoch, das seht ihr, ne? Also ich kann die Decke nicht berühren. Aber ja, das ist halt nicht ganz so hoch, aber ich habe es ausgemessen und ich glaube, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann kriegen wir diese Traverse hier unter, wenn wir so ein kleines Element unten weglassen. Das wird sich aber noch zeigen, ob das wirklich klappt. Und wenn es klappt, dann bedeutet es, dass quasi in dieses, die hat vier so Säulen des Traverse, also hier 1, 2, 3, 4 in die Ecken, kommt die Traversen oben so rum. Und hier hinten, diese Tür, die ist nämlich zu, da geht es nicht durch, die hat keinen Henkel, die ist einfach zu, die ist quasi eine blinde Tür. Da möchte ich sozusagen dieses Cuplex-Regal hinbauen, was ihr jetzt auch immer im Hintergrund vom Studio seht. Das einzige Problem ist, dass das Cuplex-Regal eigentlich so ein L-Form hat. Es würde hier eigentlich weitergehen, aber dann würde es ja das Fenster verdecken. Das wäre natürlich nicht so cool. Deswegen ist die Idee momentan, dass wir hier in dem Büro quasi nur die Rückwand hinbauen. Das ist dann okay, weil meistens, also man sieht es nachher eh nicht, wenn man, dass das da eigentlich aufhört. Das wäre kein Problem. Und die andere Hälfte quasi des Cuplex-Regals dann einfach vorne im Ladenbereich irgendwie unterbringen. Mal gucken. Ja. Was hier mit dem Raum passiert, das ist tatsächlich noch nicht so ganz klar. Also es wird natürlich auch irgendwie Büro sein. Wahrscheinlich zuerst mal vor allem auch Lager, weil das Thema ist einfach, also hier ist ja quasi doppelte Belegung. Ne? Das ist natürlich hier quasi Hunter & Francis hier, Studio, Ladenlokal, aber vor allem natürlich auch BerlinCon. Und die BerlinCon hat ganz schön viel so Zeug, was sich angesammelt hat, was wir im Prinzip meistens nur einmal im Jahr brauchen. Ja? Und da haben wir jetzt auch ein extra Lager angemietet, weil es einfach auch bei uns im Büro, wir hatten überhaupt keinen Lagerplatz eigentlich. Ne? Wir hatten nur einen Keller, der ist auch wirklich super scheiße zu benutzen, so eine ganz steile Treppe und super eng, alles voll. Michael hatte auch noch seine Sachen drin und so, überhaupt nicht nutzbar für uns. Und deswegen haben wir jetzt ein extra Lager außerhalb, das ist dann ein bisschen billiger, einfach so wie so eine Art Garage. Aber das kostet natürlich auch ganz schön Geld. Und die Idee ist, wenn ich jetzt quasi hier hinziehe, dass ich das auflöse und dann brauche ich auf jeden Fall mehr Lagerplatz. Und ich vermute, dass hier erstmal so ein bisschen Lager sein wird, plus einen Spieltisch natürlich. Wir haben einen Spieltisch natürlich am Studio-Spieltisch sozusagen, da kommt ein Tisch rein, sodass wir mindestens 3 Spieltische haben, plus unsere Bürotische. Mal gucken, ob man daran vielleicht auch spielen kann oder zumindest mit relativ wenig Aufwand, sodass wir hier 4 Spieltische haben, sodass dann auch wirklich ja
16 bis 20 Leute hier auch mal spielen können. Ne? Das wäre natürlich schon cool. Ja, geht's aber weiter. Das hinten gibt's auch noch was, ein bisschen was zu sehen. Geht hier noch so rum. Dann gibt's hier noch mal so ein kleines Lager. Ja, das ist natürlich auch ganz cool. Theoretisch könnten wir natürlich hier auch einen Schreibtisch reinstellen, wenn man jetzt noch mal einen Mitarbeiter hätte, der wirklich so ganz seine Ruhe braucht. Aber haben wir jetzt erstmal nicht in Sicht. Und ja, hier, oh, darum ist die Tür hier offen. Eigentlich ist die Tür nämlich zu, da geht es nämlich zum Treppenhaus, das wir gar nicht benutzen dürfen. Das ist, glaube ich, nur, weil jetzt hier Handwerker waren, vom Vermieter noch. Habe ich mal zugemacht. Und genau, aber hier, ja, jetzt bin ich gerade irritiert gewesen, hier gibt es eben noch diesen Flur. Hier rechts einfach ein kleines Badezimmer. Ja, da braucht man natürlich auch eine Toilette, logisch, wenn wir hier abhängen. Und wenn man hier weitergeht, sieht man hier, das ist diese blinde Tür, ja, wo das Studio dahinter ist. Und dann haben wir einfach hier noch eine kleine Küche, eine kleine schöne Küche. Alles sieht sehr ordentlich aus, wunderbar. Leider kein Backofen. Aber da können wir so einen kleinen Backofen reinstellen. Ich denke, das ist schon okay. Da mache ich mir jetzt nicht so den Kopf. Ja, und das war's schon. Meine kleine Roomtour. Ja? Also wirklich, ich bin immer noch sehr begeistert davon, dass wir jetzt hier wirklich rein können. Viel, viel Platz, um sich hier auszutoben. Das wird richtig spannend hier, wie wir hier das Studio reinbauen. Also um es nochmal ein bisschen klarer zu machen, nachher wird die Kamera wahrscheinlich hier stehen, da das Caplex-Regal. Also sozusagen im Rücken der Kamera geht es dann eigentlich hier runter, aber da werden wir einfach wahrscheinlich so ein bisschen so einen Molton-Vorhang drüber. Überhaupt werden wir das alles hier mit Molton abhängen, damit einfach hier im Studiobereich, wenn man dreht, so möglichst wenig Hall ist, so wenig wie möglich jedenfalls. Das war nämlich auch das wenn man sich darüber nachdenkt, ne? Ich meine, wie gesagt, das Berlin-Studio, das war schon irgendwie cool, aber es hatte auch den weiteren Nachteil. In Berlin, ja, waren wir wirklich über die Jahre, sind wir echt der Anlaufpunkt geworden für alle Paketboten gefühlt der ganzen Straße. Das heißt, alle Viertelstunde klingelt es da irgendwie, ja, weil irgendein Paketbote, irgendein Paket für uns, aber wahrscheinlich meistens für die Nachbarn abgibt. Ich meine, es ist auch cool, ne? Ich weiß auch, das ist für die Nachbarn natürlich auch eine tolle Sache und es ist auch nicht so schlimm. Aber wenn man drehen möchte, wenn man in Ruhe irgendwie Brettspielvideos drehen will, dann nervt es halt einfach, wenn ständig es klingelt so. Ja? Ich meine, natürlich, klar, wenn ich jetzt hier ein Ladenlokal mache, dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich jetzt hier alleine wäre und jetzt hier allein ein Video drehe zum Beispiel und Alex ist vielleicht mal nicht da oder so, der ist ja nicht jeden Tag da, dann habe ich natürlich das Problem, wenn jetzt hier Kundschaft kommen würde oder jemand, der mich besuchen will, dann habe ich natürlich auch das gleiche Problem. Aber ich denke mal, das wichtigste Accessoire, was ich auf jeden Fall brauche hier, bevor ich hier einziehen kann, ist hier so ein Schild, so ein Sorry, we are closed Schild oder so. Ja. Könnt ihr ja mal Vorschläge machen, wenn ihr ein cooles, da gibt es ja auch coole so Sprüche, wenn ihr sowas kennt oder so, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. Da werde ich auf jeden Fall mal auf die Suche gehen, da brauche ich irgendwie ein cooles Brettspiel-affines Sorry, we are closed Schild. Würde ich mir jedenfalls wünschen. Ansonsten, was soll ich hier machen mit dem Boden? Ne? Also wenn ihr irgendwie eine coole Idee habt, es darf nichts kosten, ja, dann sagt mal Bescheid. Ne? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich wirklich bei euch nochmal. Herzlichen Dank für eure Anteilnahme. Und ja, ich möchte euch einfach hier mitnehmen. Macht mir auch Spaß. Und wenn ihr irgendwie Wünsche habt, was ihr dann sehen wollt oder was euch noch interessiert, dann schreibt das auf jeden Fall auch in die Kommentare. Dann versuche ich das mitzunehmen. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao.